Wir sind ausgewandert, damit wir Lehren daraus ziehen, damit Allah seine Wunder zeigt. Die vielen Wunder und die Sicherheitsvorkehrungen, die wir hier sehen. So, auf jeden Fall, er wandert aus und er spricht dabei Verse aus Surat al-Yasin, und zwar Vers وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Wir haben vor ihnen einen Sedd gemacht, wie eine Scheidewand, und hinter ihnen, und haben ihre Augen sozusagen فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Haben ihre Augen sozusagen verhüllt, sodass sie nicht sehen können. Und er geht auch raus und die haben nichts gemerkt. Obwohl er mitten durch sie durchgegangen ist. Das ist ein Wunder. والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان.